We're breaking free, soaring, flying. That's not a star in heaven that we can reach. If we're trying, so we're breaking free. Oh, breaking free. Oh, breaking free. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns ganz coole Schildchen gebastelt. Denn, was drehen wir heute für ein Video? Wer würde er? Ja, haben einige von euch danach gefragt und deswegen dachten wir, let's go! Hinter der Kamera heute für euch Niklas Reschke! Ja, er würde gern winken, kann er aber nicht. Aber ist ja auch egal, der wird jetzt die Fragen, Aussagen, Antworten, Dinge was vorlesen. Auch immer. Genau, wir eben einfach unser Schild. Gut, dann kommen wir doch zur ersten Frage. Wer ja, würde. Eine tolle Stimme. Ne? Ja, danke. Schön. Wer würde eher einen Monat aufs Handy verzichten? Du würdest das nicht mal einen Tag schaffen. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Du würdest nicht mal eine Stunde schaffen. Nee. Ich liebe mein Handy. Ja. Ehrlich. Wer würde eher ein Leben ohne Süßigkeiten überleben? Ich bin so eine Naschkatze. Ich absolut gar nicht. Also ohne eigentlich echt absolut gar nicht. Ich meine, okay, klar, mal ein paar Chips oder so und vielleicht auch mal Schokolade, aber eigentlich könnte ich wirklich, glaube ich, komplett ohne Süßigkeiten. So ein geiler Pudding oder ein Eis, okay, aber Süßigkeiten könnte ich wegstreichen. Gehört das nicht zu süß? Ich glaube nicht. Na, aber trotzdem würdest du es eher schaffen als ich. Ja. Next! Question! Wer würde eher auf Malle eine Gesangskarriere starten? Kommt aus dem Promille, wer dann was? Ich glaube, ich hätte mehr Eier als Marvin. Meinst du? Ja. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben und das herausfinden. Stell dir vor, wir machen es einfach zusammen. Das wäre geil. Wenn ihr das wollt, dann kommentiert unten mal. Bitte tut das! Oh mein Gott, stell dir mal vor! Ja, okay, es wäre witzig. Ja. Wer würde eher eine Woche ohne Duschen auskommen? Hä? Was? Ich jeden Tag duschen. Alter, ich auch? Ja, du... Nee. Ich gehe am... Okay, warte. Ich gehe sogar oft zweimal am Tag duschen. Ja, ich auch. Du riechst so, als würdest du manchmal Tage nicht duschen. Ach so, na dann. Boah. Mein Schild ist an. Oh Gott, ich muss es vorbei. Wer würde er in einer Prüfung vom Nachbarn abschreiben? Okay, wir beide. Glaube ich. Wie warst du in der Schule? Ich war ganz schlimm. Ich habe immer vom Nachbarn abgeschrieben, aber hatte die besseren Noten. Ja. Ja. Ich habe echt, ja. Wer würde er sich beim DJ Peter Maffay wünschen? Jawohl! Peter, du bist der Beste! Aber ganz kurz, by the way, der junge Mann hinter der Kamera, er liebt Peter Maffay. Alter, Peter, hey Leute! Hey Leute! Peter weiß Bescheid, ne? Hi Leute! Oh mein Gott, stell dir vor, er sieht das! Das wäre geil. Ja. Peter. Wenn ihr Peter Maffay dazu bringt, dieses Video anzugucken, dann werden wir euch ganz persönlich Niklas präsentieren und der wird dann für euch was richtig Krankes machen. Habe ich sogar schon was im Kopf, werde ich euch jetzt aber nicht verraten, weil das wird dann die Special-Überraschung nur für euch, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Peter dazu zu kriegen, dass er dieses Video sieht. Und Niklas würde aus allen Folgen fallen. Ja, grinst, ihr müsst es. Er freut sich so sehr, meine Gedanken daran. Wer würde eher eine Spinne als Haustier halten? Ja, ich nicht. Marvin ist der größte Schisser, den man sich auf dem ganzen Planeten vorstellen kann. Ja, Moment mal, also so viel Angst, ich hatte schon Königspython und sowas im Hals und auch andere Sachen. Ja, es ist aber auch was anderes als eine Spinne. Ist einfach Fakt. Ja, aber von einer Spinne eine Motte wäre schlimm. Da hättest du, Alter, ich habe eine Mottenphobie, Leute, eine Spinne würde ich noch überleben, aber als Haustier halten weiß ich nicht genau. Reptilien finde ich sonst ganz cool, aber Spinnen nicht so. Aber bei dir wohnen sie ja sogar im Bett. Also. Ja, kuschel gerne mit denen. Wer würde eher ein Pferd küssen?
ganz leicht zu erklären, würde ich ein Pferd küssen, kann man danach die 112 rufen, weil ich absolut pferdeallergisch bin. Und ich würde danach so geil aussehen, ich wäre direkt krankenhausreif. Demzufolge... Ja, ne? Ich mag Pferde. Du riechst auch manchmal wie ein Pferd. Ach so, danke. Und ich sehe aus wie eins. Ja. Wer würde eher Pommes mit Sahne essen? Ich stehe total auf so verrückte Kreationen. Ja. Wer würde eher einen Nobelpreis bekommen? Fürs Gutaussehen. Also ich, alles klar. Ja, du fürs Gutaussehen und ich für die Intelligenz. Ja? Beide voll reingeschissen. Wer würde eher von einem 10-Meter-Turm springen? Habe ich vor 3 Jahren mal mit einem Körper. Ich bin so ein Schisser. Ich hatte auch richtig Aber Schiss. Ich würde es machen, glaube ich. Mein Daddy ist hinterhergesprungen. Ich bin vorgesprungen mit einem Körper. Nee, falsch. Mein Vater ist, ich bin normal gesprungen, Kerze das erste Mal in meinem Leben vom Zehner. Ich bin vorgesprungen, ganz normal. Mein Vater ist von oben, habe ich hochgeguckt mit Körper. Und dann sind wir nochmal zu zweit hoch und ich bin dann auch mit Körper. Ja, liebe Grüße ans... Vibes gehen raus an Papa. Liebe Grüße ans Freibad Lübars. Nee, war ich, war, wie heißt denn das? Das mit den Trampolinen irgendwie, so ein ganz großes Trampoline. Lochodamm hieß das. Achso. Ich weiß nicht, in Berlin-Brandenburg. Wer würde eher 100 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad fahren? Ja. Ich bin definitiv der Sportlichere von uns. Guck dich doch mal an, Dickerchen, hä? Hallo? Ja. Wer würde eher in der Achterbahn kotzen? Ich kenne da wen, der ganz viel Angst vor Achterbahn hat. Ja. Ich hab ein bisschen Angst davor. Ich habe schon Angst vor Wilde Maus, falls ihr das kennt. Das ist aber auch richtig hart, oder? Ja. Jetzt mal ernsthaft, das ist eine richtig harte Achterbahn. Die sieht zwar nicht, aber die ist richtig hart. Ist sie wirklich die Kurven, ja. Die Kurven. Das ist Digga, das Ding ist für mich richtig scheiße. Ja, recht. Für mich ist auch richtig scheiße. Ich liebe Achterbahn. Mein Bruder ist vor 13 oder 14 war mal diese im Heidepark diese riesen krasse Holzachterbahn, die 300 km/h gefahren. Da war 14 oder so. Alter, hätte ich nie gemacht. Das ist die größte Holzachterbahn der Welt. Wer würde eher bei Twilight weinen? Ja, nicht definitiv, aber so ab und zu mal, ne, wenn ich mal so ein bisschen sentimental bin und so, dann kann das schon mal passieren. Wer würde eher das Wasser im Gurkenglas ächzen? Du bist sowieso abartig. Ja, ich hab letztens... Mein Gott, kannst du bitte zu einer Frage mal keine Story erzählen? Nein, ich muss eine Story erzählen. Kleinen Mini-Mais-Kölbchen in so einem Glas. Dann war noch ein Mini-Mais-Kölbchen drin und den habe ich nicht rausbekommen. Also hatte ich den Plan, das Glas anzusetzen, dass der Mini-Mais-Kolben rauskommt und hatte den gesamten Mund voll diesem Senfwasser. Absolut abartig, aber hier. Wer würde eher einen Fremden auf der Straße küssen? Ich ekel mich vor allem Personen, die ich noch nie... Also, wenn ich jetzt einem begegne... Ja, ich mich auch, aber ich glaube, ich werde... Du bist da schmerzfrei. Ich könnte da über meinen Schatten springen, glaube ich. Ne? Body nachgekippt und alles ist wieder im Lot. Wer würde eher ohne Unterwäsche rausgehen? Echt? Na klar. Ich renne auch so oft ohne BH rum. Ich renne auch total ohne BH oft. Achso. Du weißt. Piep. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Am Arsch! Am Arsch, du weißt nicht mal, wo Norden, Süden, Osten oder Westen ist. Alter. Na klar, weil ich dachte, du weißt nur nicht mal, was man essen darf und was nicht. In der Wildnis. Doch. Okay, welche Pilze darf man denn essen? Champignons. Trüffel. Ja, kannst du mal sehen, Origami. Wer würde eher einen Partymarathon von 7 Tagen überstehen? Ha! Training, Bruder. Wer würde eher auf der Straße überleben? Du pisst dich wegen jeder Kleinigkeit ein. Gar nicht. Wie würdest du das anstellen? Wie würdest du es anstellen wollen?
Ich? Ich habe da schon einige Sachen im Kopf. Ja, was denn? Was denn? Hä? Ich suche mir zuerst mal einen Schlafplatz. Dann baue ich mir alles schön aus Ästen und Holz und Blättern und was weiß ich was. Dann gehe ich los auf die Straße. Auf der Straße! Ja, dann gehe ich los auf die Straße, mach Straße. Na, in der Zeit wirst du überfallen! Nein! In der Zeit darf ich jetzt mal ausreden? In der Zeit ist dein ganzes Top. Gehe ich raus auf die Straße, mach Straßenmusik, verdiene mein eigenes Geld, kaufe mir was zu essen, trinken, Shampoo, dann gehe ich mich im Fluss baden, dann habe ich immer was zu essen und zu trinken und dann kaufe ich mir schöne Klamotten, weil ich es einfach kann! Du Umweltsünder. Im Nein. Fluss baden bedeutet, das Shampoo ist im Wasser und alles. Was der Kerl. Ich könnte das besser. Wer würde sich eher beide Augenbrauen abrasieren? Meine Augenbrauen sind mir heilig. Ja, meine auch. Unentschieden. Wer würde eher bei Kick klauen? Du? Echt? Ich hatte die Sachen sind nicht so hochwertig, wa? Also ich dachte, dass dir die Sachen... Ach ja, ja, okay, ey. Sorry, ich habe mich vertan. Bei Kick würde ich nicht. Also nichts gegen Kick. Sonst klaut er überall. Haha, ihr habt drauf gewartet. Ich hab's. Es kam gerade von ganz unten. Da ist auch noch einmal sagen: Product Placement. Du musst es mit mehr Power sagen: Product Placement! Ja. Wer würde eher eine Woche schweigen können? Das ist auch eine Frage, die ich keine 30 stelle. Sekunden, Alter. Der kann gar nicht sein. Das ist total die Fangfrage gewesen. Na gut, Leute, und das war's auch schon mit unserem wunderschönen Video. Wer würde eher? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben. Und bevor ich es vergesse... Ja, wir freuen uns aufs nächste Video. Macht's gut. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Bye. Wer würde eher einen Partymarathon von 7 Tagen überstehen?